Hi und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Melanie, schön, dass du wieder dabei bist. Und heute geht es um etwas, das habe ich noch nicht gesagt. Wir sind in freudiger Erwartung. In circa 3 Wochen ist es schon soweit. Wir erwarten den Weihnachtsmann. Und heute möchte ich etwas tun. Ich habe es noch nicht getan. Generell noch nicht. Früher als Kind ja, aber generell alleine noch nicht. Ich möchte heute Plätzchen backen. Keine Ahnung, ob das was wird. Ich habe auf jeden Fall alles schon hier vorbereitet. Wir brauchen natürlich Mehl, Butter, Vanillezucker und Eier, mehr nicht. Ich habe mir ein einfaches Rezept rausgesucht. Schauen wir mal, ob das was wird oder nicht. So, also wir brauchen auf jeden Fall für das Rezept 500 Gramm Mehl, 325 Gramm Butter und ein Päckchen Vanillezucker und 2 Eier. So, fangen wir an mit dem Mehl. 500 Gramm, das ist einfach, das ist die Hälfte. Ungefähr die Hälfte, da messe ich jetzt nicht. Das kann nur gut werden. Präzise wie eh und je. So, das ist ungefähr die Hälfte. Oh, ist hier viel drin. Da kann ich ja noch 5 mal backen. Reicht gar nicht. Dann brauchen wir ein Päckchen Vanillinzucker. Ich sag mal Vanillezucker, aber okay. Butter. 350 Gramm brauchen wir sogar Butter. Hm, okay. Haben wir schon, brauchen wir jetzt also noch 100 Gramm. Geh ab. So. Und zum Schluss noch die 2 Eier und der Zucker. Machen wir erstmal den Zucker. So, bei dem Zucker gehe ich mal lieber auf Nummer sicher. Wie mache ich denn das jetzt? Ich bin gut. Ich bin gut. Ich habe Glück. Guck mal, ich habe hier noch so einen Messbecher. Da steht die Zuckerangabe sogar drauf. Ha, meine Plätzchen sind gerettet. We go! 200 Gramm. 200 Gramm Zucker. Und zum Schluss die Eier. Oh mein Gott. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Ich weiß nicht warum. Ich hatte wirklich spontan Lust darauf, das zu machen. Awesome. Ich hätte mir auch mal die Haare zusammen machen können. Herrlich. Kekse. Come true. Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Es klebt so sehr am Boden. Eigentlich müsste das doch ganz gut gehen. Der Moment, wenn man sich am liebsten jetzt schon die Finger ablecken würde. Ich werde mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Allein der Teig ist schon lecker. Ich soll den Teig jetzt kühl stellen. Das heißt, der kommt 1 Stunde in den Kühlschrank und dann sehen wir uns wieder. So, 1 Stunde ist rum. There we go. Wir brauchen Mehl. Mal gucken, wie es jetzt ist. Ich habe keinen Plan. Das fühlt sich auf jeden Fall schon anders an als erst. Machen wir mal wie die Profis. Ich sehe schon. Ich werde danach wieder die ganze Küche aufräumen dürfen. Noch ein bisschen Mehl drüber, damit das Nudelholz nicht klebt. So, jetzt gibt's. Heute gibt es voll die Backtipps von jemandem, der noch nie wirklich gebacken hat. Läuft! Aber das sieht gut aus.
gebe mein Bestes. Wie dünn muss man das machen? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir einfach mal, wie die erste Fuhre dann aussieht. Eigentlich könnten wir in der Zeit, wo wir die ausstechen, schon mal den Backofen vorheizen. Da muss ich aber auch nochmal gucken, wie viel Grad und wie lange. So, ich habe nämlich heute, war ich unterwegs gewesen und ich habe so süße Förmchen mitgebracht. Das hier ist ein Teddy und Sternchen, ein Mond, so ganz typische Förmchen, Herz und sowas. Ich möchte gerne mit den Teddys anfangen. Let's do it! Awesome. Wunderschön. Das kommt jetzt ab in den Ofen. Können wir mal den Ofen anwerfen? Übrigens, es ist schon weihnachtlich. Das Weihnachtslicht ist gerade angegangen bei mir. Und wer steht heute jetzt vor dem Weihnachtslicht? Hi! Toni ist zufällig vorbeigekommen. Ganz zufällig. Naja, nicht zufällig, aber es hat sich ergeben. So, deswegen geht es jetzt mit Toni weiter. Wir heizen den Backofen vor und dann geht das erste Blech in den Ofen. Oh. Ja, sieht gut aus. Ja, 35, 5 Minuten. Die erste Fuhre ist im Ofen. 5 Minuten noch, dann können wir die rausnehmen. Ha. Guckt mal, jetzt seid ihr live im Video. Jetzt seid ihr live auf Instagram, live auf YouTube. What? Naja, so gesagt sind sie dann im Video auf YouTube. Was machst du da? Das war ein Fehler. Aber Fehler nehmen wir auch. Fehler nehmen wir auch. Jeder macht mal Fehler. Der ist hübsch. Ja. Aber was ist das? Ja. Jeder Mensch hat Fehler. Toni kann es. Spüren. Spüren. Die zweite Fuhre, jetzt. Ab in den Ofen. Jetzt hab ich sing noch mal. Gerade hast du dich auch nicht geschämt. Meine Tanne ist kaputt. Was? Ich glaube, die ist hier ein bisschen zu lang geworden. Der war nass. Pauli, geh weg. Die ersten Kekse sind ein bisschen kross am Rand, aber die erste Fuhre ist immer noch zum Probieren. Wir haben fertig. Toni hat die Erlaubnis bekommen, den restlichen Teig zu futtern. Und das ist das Ergebnis. Cool. Ich dachte, es wären ein paar mehr, aber gut. Woohoo, wir sind fertig. Der Toni ist leider schon weg. Irgendwie hat keiner daran gedacht, nochmal zusammen Tschüss zu sagen. Aber gut, der ist schon weg und das ist die Ausbeute vom heutigen Tag. Schnell wegräumen, sonst futter ich den ganzen Abend. Ja. Wir sind fertig mit Backen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Däumchen da. Vielleicht habt ihr ja sogar den Stream auf Insta gesehen, denn wir waren nebenbei auf Instagram noch online. War sehr cool mit euch. Dankeschön dafür. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.